Ist aber auch genau aufgegangen, so ziemlich, ne? Wir haben jetzt nichts mehr. Da nix, da nix, da nix, da nix. Okay, da hätten wir noch was. Aber halt auch nur Blendbolzen. Alter. Boah. Wir haben mich ja jetzt schon dezent angekotzt, ne? Einer von denen ist ja okay, aber zwei ist echt ungemütlich. Und jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt gehen wir hier wahrscheinlich durch die Tür, ne? Komm, drei bestimmt. Wo sind wir hier? Das Auge, das Auge, es sieht alles. Kontrollpunkt, ah, wenigstens etwas. Dann müssen wir irgendwie zum Auge. Ah, das meinte er also mit: Pass auf die Augen auf. Gut. Aber wie Scheinwerfer hier? Metal Gear Solid für Arme. Wieder mal haben wir diese tolle Musik. Die aber nur teilweise vorbeikommt, weil sie starkes Rauschen beinhaltet. Kontrollpunkt. Nicht einmal erwischt. Okay. Super, jetzt auch noch mit Drahtseilen und mit Bomben. Ihr wollt mich doch verarschen. Nehmen wir mit. Damit war zu rechnen, dass ich da nicht durchpasse. Aber ich wollte es trotzdem erfahren. Gut. Das bedeutet, wir haben einmal hier einen Hebel, der irgendwo irgendwelche Dinger da ausschaltet. Und hier haben wir den Hebel, der uns hier hinführt. Dann machen wir hier nochmal. Gerade so. Das war echt kurz vor knapp. Ja, aber an dem kommen wir nicht vorbei. An den Drahtseilen. Das kann durchkriechen. Oh. Ah, okay. Dann gelangen wir wieder zum Anfang. Da hinten sind auch wieder jede Menge Fallen. Aber warte mal. So hier durch. Dann kommen wir nämlich hier weiter. Wir können hier diversen Fallen. Was? Hat uns da so ein Lichtschein erwischt oder was? Oh, ah, da kam der her. Na, das ist ja dreckig. Das heißt, wir können sie nicht entschärfen. Wir müssen an den Dingern da vorbeilaufen. Präzise, präzise, präzise einfach laufen. Okay. Kontrollpunkt. Oh, fuck. Lauf, 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 lauf. Oh, ja, super. Lauf, lauf, lauf. Ah, super. Lauf. Einmal voll in den Blutpfützen reinrennen. Sind wir wieder hier? Da gucke ich aber erstmal, ob hier irgendwo Munition liegt. Oder Gehirnwasser. Wahrscheinlich eher Gehirnwasser. Das ist auch eine Tür.
Die geht sogar auf. Aha. 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 Fahrstuhl, den wir nicht benutzen können. Hier können wir nicht durch. Fast so aus, als gäbe es nur den einen Weg. Wir haben immer noch keine Munition. Wir haben ein paar Herstellungs-Items hier. Für die Bolzen, aber das war's. Wieder mal im Fahrstuhl. Wir haben zwei Türen auch an den Seiten. Gucken wir mal hier. Da passiert nichts. Auf der anderen Seite. Da haben wir zumindest einen Raum dahinter. Hier gibt es Streichhölzer. Immerhin. Und hier kein Speicher. Oh. Das ist gut. Denke ich mal. Okay. Also sonst haben wir jetzt nichts. Kein Spiegel, kein gar nichts. Keine Musik. Dann gibt es nur noch den Fahrstuhl. Wo auch immer uns dieser Fahrstuhl jetzt hinbringt. Jetzt auch nicht im zweiten Stock. Muss aber ganz schön lange fahren. Sehen wir da oben an der Anzeige. Hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Das sag's jetzt nur so. Ah, echt lange Aufzug hier. Okay. Was ist das für ein Dreck? Dahinter ist eine Tür. Ist das ein Gehirnstammbaum? Keine Ahnung. Wir gehen mal zur Tür. Geht nicht. Kann ich mir das genauer angucken? Nein. Überhaupt schon eklig, hier entlang zu laufen. Er geht von alleine. Das kann nicht sein. Aha. Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Ja, dann erzähl doch mal! Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Er ist jetzt ein Teil von seinem Gehirn-Dingens, weil er kompatibel ist, oder was? Ah, klasse.
Na lecker. Oh shit. Was zum Henker bist denn du? Ah, okay. Du bist Urwig. Das Monster. Ja, klasse, und gegen so ein Viech sollen wir jetzt kämpfen, ohne Munition! Ja, dann laufen wir mal, ne? Wir haben eh keine andere Wahl als zu laufen! Und laufen ihm voll in die Hand. Das war ein Fehler. Gut, nochmal. Bitte ohne die ganzen Zwischensequenzen, genau. Oh Mann. Oh, das war knapp. Ja, ob man da nicht vom Bus erschlagen werde hier. Okay. Das ist doch seine Vorstellung. Er kann auch einfach die Wände wegreißen und weiter. Nein? Gut, dann nicht. Klasse. Wenigstens kriegen wir jetzt gleich vielleicht Maschinengewehr. Vielleicht. Wenn wir schon auf so ein Auto sind. Ja, das sieht gut aus. Das wird mir dezent angezeigt, wo ich hinschießen soll, oder was? Schießen einfach auf seine Hand hier. Oder nicht? Mal auf ihn, mal auf das. Da leuchtet was rot, da müssen wir drauf schießen. Bestimmt. Oh shit. Game over? Oder muss das so sein? Noch so einer. Ah, ja, super. Eine Bazooka. Gib die mal her. Gib die mal her. Kollege. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich dann da hinschießen soll, aber nie verkehrt, eine zu haben. Immer schon auf die Eiterbeule vielleicht. Oder überhaupt irgendwo dahin. Hauptsache, wir treffen was. Ah, das sah gut aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich großartig getroffen habe hier. Ah! Seine Kuppel auf dem Kopf ist weg. Lass mich rein, jetzt müssen wir den Typen im Maul da erwischen, ja? Naja, wir hatten nur einen Schuss, okay. Gut. Gleich nochmal. Kriegen wir hin. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ach, wir starten auch gleich hier. Das ist nett. Sehr nett. Ich hätte jetzt vor lauter Panik einfach irgendwo hingeschossen. Deswegen war ich gerade. Ne? Und. Bam! Splitter-Effekt. Sind wir jetzt wieder in der richtigen Realität?
habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Rufik. Das ist auch die Welt, die er erschaffen hat? Ich hab keine Ahnung. Ich erledige das. Genau, wir gehen einfach zum Gehirn hier hin. Ist das sein Gehirn? Oder erklären, warum er so viele Namen hat und sowas. Gut. Dann nur noch auf das Gehirn drauf. Zerstören! Lecker. Lebenszeichen, Sir. Das sieht aus wie die reale Realität. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Okay, jetzt will ich eine Erklärung, was hier jetzt genau abgeht. Alle sind angeschlossen an diesem komischen Gerät. Leslie Withers. Wir sind nach wie vor alle tot. Hey, locker bleiben. Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Das ist Leslie. Oder auch nicht? Das war's? Keine Erklärung, kein gar nichts? Sorry, da sind für mich so viele offene Fragen. Einmal ist was genau, außer halt, dass halt der Leslie da der Wirt ist, oder ein kompatibler Wirt für eine Rovik,
warum genau hat da die Kidman in dieser möchtigen Realität versucht, ihn aufzuhalten? Warum sollten wir ruhig sein, als wir aufgewacht sind? Na gut, das könnte mir vielleicht noch erklären. Aber warum ist sie dann nicht in so einer Wanne gesessen? Und was ist mit der Frau von Sebastian? Was für Entdeckung hat sie denn da gemacht? Und so viele andere offene Fragen, die sich mir jetzt persönlich nicht wirklich erschließen. Aber, nun gut. Wir sind durch. Nach, ich habe keine Ahnung, wie viele Spielstunden. Und, ja, also ich muss sagen, das Spiel ist ganz anders geworden, als ich erwartet habe. Also ich habe schon erwartet, dass es halt nicht andersweise so an richtigen Resident Evil-Teilen und sowas rankommt, obwohl es halt der Macher ist. Und ein richtiges Horrorspiel war es jetzt, finde ich persönlich, halt auch nicht. Ne, es war ja so ziemlich null Schocker drin. Alles, was es hatte, war halt Blutgedärme und noch mehr Gedärme und noch mehr Blut. Ne? Und dann halt in so ein Mix zwischen Möchtegern Survival und Möchtegern Action. Ne, wo du halt Action-Passagen hast und nicht genug Munition dafür eigentlich hast. Und ich weiß auch nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich wirklich über das Spiel denken soll. Ich meine, es hat bis in gewisser Weise Spaß gemacht. Natürlich hat es keinen Spaß gemacht, wenn du halt wirklich so einem Boss gegenüber stehst und dann hast du keine Munition mehr. Ich konnte von Glück reden, dass ich bei den zwei Safety-Guy-Typen da den letzten Schuss quasi ihn getötet habe. Aber es war dann streckenweise mehr anstrengend, als dass es wirklich Spaß gemacht hat. Natürlich hat es halt auch Spaß gemacht, sonst hätte ich das jetzt hier nicht zu Ende gemacht. Aber es war durchwachsen, wie ich finde. Storytelling hat mir hier irgendwie nicht wirklich gefallen, weil irgendwie nichts vorhanden war. Und für mich persönlich sind hier so viele offene Fragen. Wir wissen nicht, wo die Kidman ist. Wir wissen nicht, warum sie wirklich dabei war. Wir wissen nicht, was es mit seinen Vermutungen auf sich hatte, dass er halt mehr oder weniger eine Beobachterin ist, als wirklich etwas von den beiden richtigen Detectives da lernen wollte. Wir wissen nicht, ob jetzt hier, wie heißt er, sein Detective-Kollege da jetzt wirklich tot ist, oder ob der irgendwie nur in dieser Möchtegern-Realität da irgendwie tot gegangen ist durch die Kidman und sowas. Ich habe keine Ahnung. So viele offene Fragen. Weil ich diesen Zusammenhang, welche Realität jetzt die Realität ist und was hat diese Tatjana dafür einen wirklichen Charakterauftritt und all sowas. Und wer war jetzt dieser Typ da genau, der uns da immer diese Möchtegern-Tipps gegeben hat? Und was ist in den anderen Zellen, die da in der Möchtegern-Klinik sind, wenn wir da uns zum Spiegel gehen können und sowas? Nee, also storytechnisch hat es mir persönlich nicht wirklich gefallen, weil halt nichts erklärt wird. Ich habe ja auch jedes dieser Dokumente da durchgelesen, aber auch die haben uns nicht wirklich weitergeholfen. Die haben eher noch mehr Fragen auf sich gestellt. Also ich bin dezent unzufrieden. Ich würde nicht sagen, es war ein scheiß Spiel. Auf gar keinen Fall. Ja, es ist das, was ich erwartet habe. Es ist halt kein richtiges Survival-Horror-Gedöns. Na gut, Survival schon in etwa. Aber dennoch muss halt im Survival-Kampf wirklich die Möglichkeit haben, dennoch eine Situation meistern zu können. Und wenn ich da zurückerinnere an die Krabbeldame, wie hieß sie noch, Laura, als wir sie verbrennen mussten, so ein paar Mal. Ne? Du musst dir vorstellen, du kommst rein in den Raum, hast zwei Ölfässer, zwei Fackeln und dann die zwei großen Feuerfallen. Du musst aber, glaube ich, 7 oder 8 Mal mit dem Feuer entfachen. Auf normalen Schwierigkeitsgrad. So, da hast du da 6 Möglichkeiten, sie zu entfachen. Wenn du jetzt da hingehst, ohne Streichhölzer, bist du am Arsch. Weil du kannst dann keine Leichen auf dem Boden entfachen. Oder Fackeln oder abfackeln, keine Ahnung. Ne, sowas als Beispiel. Und das ist dann schon so ein Moment, weißt du, wo ich mir so denke, so, hä? Was ist das für ein Design? Natürlich ist es halt in gewisser Weise dann so, dass du halt schon so denken musst, so,
wie löse ich das Ganze denn jetzt am besten und so, ne? Aber es ist, wie gesagt, sehr durchwachsen. Es war dennoch ein akzeptables Spiel, aber es hätte mehr draus sein können. Ne? Und ich glaube, da sind sich viele drüber einig. Denke ich mal. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's von mir, eure Mammut. Ich gehe mich jetzt nochmal persönlich ein bisschen ärgern. Halt über diverse Passagen im Spiel. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play von mir, eure Mammut. Und bis dahin, viel Spaß auch noch. Tschüss. Hey, Kapitel 15 überlebt. Abschlussbonus. Maschinengewehr erhalten. Jetzt kriegen wir ein Maschinengewehr. Und noch Geldwerfer. Natürlich. Und 50.000 Fertigkeitspunkte. Yay. Und neues Spiel Plus. Und Modellansicht können jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Yay. Abschlussbonus. Du kannst jetzt neue Schwierigkeitsgrade. Ja, okay. Yay. 1346 haben wir gebraucht. Ach hey, und 66 mal gestorben. Macht's nach. Speichern wir natürlich. Ja, und haben gesagt, ne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.